Hallo, liebe Löwen, hier ist Julia von Weil du schön bist und jetzt mit deiner Legung für das zweite halbe Jahr 2021, also für den Juli bis Dezember 2021. Diese Legung ist für dich, falls du den Löwen im Sonnenzeichen hast, im Mond oder im Aszendenten, und dementsprechend kannst du dir auch deine anderen Aspekte anschauen. Warum mache ich diese Legung? Hier mit dem Lenormand, wie du siehst, weil ich schon Anfang des Jahres die Jahreslegungen gemacht habe. Das heißt, wenn du in die Playlist gehst, Jahreslegung 2021, wirst du dort schon eine Löwenlegung sehen, die für das ganze Jahr ist. Also sprich Januar bis Dezember. Und ich habe mir das für mein Sternzeichen tatsächlich jeden Monat angeschaut. Und dann hatte ich schaue quasi immer die 2 Monate oder beziehungsweise ja den Monat zuvor an, schaue mir dann den Monat an, in dem ich bin, und schaue nochmal so 2 Monate voraus, weil mehr kann ich dann gar nicht aufnehmen. Und habe mich dann schon tatsächlich, als ich die Legung gesehen habe für mein Sternzeichen, gefragt, oh, da kommt das und das, na, ob das denn wirklich so hinkommt. Und es ist wirklich krass, weil mein komplettes halbes Jahr bis hierhin ist 1:1 akkurat mit dem, was ich da gelegt habe. Und da dachte ich mir, naja gut, nun sind ja, ich habe da das Lenormand ebenfalls gelegt und bin in der Extralegung nochmal in die einzelnen Monate reingegangen. Und da dachte ich mir, na gut, jetzt sind ja schon einige Sachen passiert. Wollen wir doch nochmal ein kleines Update machen und schauen, was jetzt zusätzlich an Botschaften dazukommt. Und wie gesagt, vielleicht haben sich Dinge bei dir schon ereignet, sodass neue Energien jetzt eine Rolle spielen. Und das mache ich jetzt einmal mit dem Lenormand. Ich lege einmal für dich aus. Falls du das Auslegen nicht sehen willst, dann geh einfach ein bisschen nach vorne, wo du dann schon alle Karten auf dem Tisch siehst. So. Ich lege 8 in einer Reihe aus. 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 8. So. Dann die Dame hier, das bist du, egal ob du Mann oder Frau bist. Das ist quasi für mich Personenkarte Nummer 1. Und das ist immer die Person, für die ich dieses Deck lege, sprich für dich als Löwe oder mit Löwe-Aspekten. So, dann gibt es eine zweite Hauptperson hier und das ist der Mann. Und das ist dann dein Partner, Wunschpartner, Ex-Partner. Wenn nichts dergleichen da ist, könnte das auch ein guter Freund für dich sein. Oder gute Freundin. Auch hierbei ist zu wissen, egal welches Geschlecht. Ah, guck mal, da ist die Person. Also egal welches Geschlecht. Ich werde nur sehr wahrscheinlich in die Geschlechterrollen reinfallen, weil ich dann natürlich über die einzelne Karte rede und sage, ah, der Mann hier. Aber wie gesagt, für dich könnte das auch eine Frau sein. Dreh es um, wie es für dich passt. So, dann neigen wir uns hier schon dem Ende. Und dann geht das los. Sehr schön. Ach, sieht auch so halbwegs gerade aus. Ich liebe das ja immer, wenn das irgendwie auf der Kamera ansatzweise gut aussieht. So, du bist einmal hier im Hause der Blumen. Blumen sind Anerkennung, Wertschätzung oder Kreativität und Schönheit. Das sind also Themen, auf die du fokussiert bist. Vielleicht bekommst du hier auch ein Geschenk. Das könnte ebenfalls der Fall sein, dass hier irgendwas Signifikantes reinkommt. Ich möchte dich direkt mal spiegeln, weil du fällst auch auf die Blumen. Du bist im Hause der Blumen. Die Blumen sind im Hause des Sternes, die Sterne. Die Sterne wiederum hier unten drunter und dann haben wir hier noch eine Person. Also, ich habe zum einen das Gefühl, hier kommt überraschend Klarheit in eine Situation mit dir und einer anderen Person. Das ist eine Situation, die sehr schicksalhaft in den Sternen steht. Und diese Person ist definitiv verbunden mit dir und deinen Gefühlen in der Liebe. Das ist das Erste, was ich hier sehe. Diese Klarheit, die hier reinkommt, die wird zu positiven Veränderungen führen, die hier auch öffentlich gemacht werden. Es kann sein, dass diese Klarheit recht überraschend reinkommt, wie gesagt. Vielleicht seid ihr hier auch gemeinsam erfolgreich kreativ. Auch das ist eine mögliche Botschaft.
Und wenn ich sage, es könnte entweder oder sein, wie jetzt in diesem Fall, dann kann es auch beides sein. Es kann also auch eine Zusatzbotschaft sein. Ich sehe hier, du hast ein bisschen Stress und Nervosität in deinen Gedanken. Oder es kommen Nachrichten auf dich zu, die erstmal ein bisschen Stress und Nervosität mit sich bringen. Es kann dabei um das Ausland gehen, um das Ausland eine Reise oder eine Bewegung, vielleicht auch ein Umzug, was hier eine Rolle spielt. Wir sehen, das ist eine Angelegenheit, wo du ein bisschen schlau sein darfst. Hier der Fuchs, clever sein, strategisch sein. Gerade weil dir diese Angelegenheit hier ein bisschen Stress verursacht, habe ich das Gefühl. Ich habe aber auch das Gefühl, dass hier gegebenenfalls positive Aufregung reinkommt, aufgrund einer Reise, die sehr positiv ausfällt. Eine Bewegung, eine Reise, die hier sehr positiv ist. Wenn ich Reise sage, muss es nicht immer 2 Monate oder 2 Wochen sein. Es könnte auch irgendwie eine kleine Reise sein, ne? Und das führt hier tatsächlich zu Entscheidungen im Privatbereich. Und diese Entscheidungen haben wieder was mit der Liebe zu tun oder mit deinem Herzen zu tun. Und ich habe das Gefühl, in deinem Privatbereich, da kommt das Glück, die Leichtigkeit wieder rein. Auch hier sehen wir das Ganze. Das können familiäre Aspekte sein, in die Leichtigkeit wieder kommt oder grundsätzlich dein Privatleben oder der Ort, das Haus, die Wohnung, in der du lebst. Hier wird kommuniziert über diese Angelegenheiten, also über Familie, deinen Wohnort, wo du wohnst oder private Kommunikation, die hier stattfindet, die hier in den, hoppala, die hier, jetzt liegt ein kleines Haar, die hier in den Fluss einen Neuanfang bringen. Es kann auch sein, dass hier über positive Ereignisse ein finanzieller Neuanfang liegt. Auch das ist eine Möglichkeit hier. Aber es scheint so zu sein, als ob hier irgendwas ist, wo du ein bisschen klug, ein bisschen strategisch sein darfst, ne? So, wir sehen unter dir dann auch die Sterne und die Sonne. Schöne Karten, die besten Karten im ganzen Deck. Wir sehen hier also Erfolg, Wunscherfüllung liegen. Und wir sehen das Thema Glück, Erfolg ebenfalls hier. Also irgendwas scheint sich hier bei dir zu klären. Das kann Glück sein, was hier im Zusammenhang ist mit einem Freund, einer Freundin oder wo es um eine gewisse Unterstützung geht. Ich habe aber das Gefühl, wir sehen hier definitiv eine Veränderung. Irgendwas bewegt sich hier vorwärts. Und das kann zu tun haben, unter anderem auch mit dieser Person. Also ich sehe hier schon wieder viel Bewegung tatsächlich drin. Im erweiterten Umfeld sehen wir bei dir, da nagt etwas mit dir, da nagt etwas an dir, mit dir und einem Freund oder wo es um Unterstützung und Support geht. Hier wird aber auch gegebenenfalls eine Situation, wo etwas an dir genagt hat, wo du Sorgen hattest, das wird leichter. In deinem Haus sind Unklarheiten. Diese Unklarheiten beziehen sich auf finanzielle Aspekte und auf die Absicherung von Finanzen. Da sehe ich, dass du hier einen kleinen Konflikt hast, klein oder großen. Der Konflikt auch hier wieder, da geht es um Stabilität, um langfristiges Wachstum der Finanzen. Die Finanzen können hier irgendwas zu tun haben mit der Öffentlichkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist eine Blockade, was die Öffentlichkeit angeht oder etwas öffentlich zu machen oder eine Internetblockade. Vielleicht ist die Blockade die, dass du dich nicht traust, nach vorne zu gehen, ne? Dass du dich nicht traust, dich zu zeigen in der Öffentlichkeit, mit was auch immer du hier machst. Das könnte etwas sein. Und diese Schwierigkeiten und Umwege, ich habe fast das Gefühl, dass hier es gibt Komplikationen in der Öffentlichkeit mit einem gewissen sozialen Umfeld und das könnte dich hier ebenfalls blockieren. Grundsätzlich sehen wir hier, wie schon gesagt, neue Finanzen. Wir sehen hier, dass vielleicht auch übers Glück irgendwie Finanzen reinkommen können. Wir sehen neue Partnerschaften und Verträge, die einen großen Einfluss hier haben auf deine berufliche Anerkennung und Wertschätzung. Scheint ein bisschen konfliktbelastet zu sein, nehme ich jetzt aber nicht als so extrem krass wahr. Und dann sehen wir hier auch, dass sich auch hier wieder was in Bewegung kommt. Gute Nachrichten, die reinkommen, Treffen, die reinkommen. Es kann sein, dass hier auch Events liegen, die hier eine Rolle spielen, in deiner finanziellen Lage, ne?
Ich arbeite mich so langsam weiter vorwärts. Ich schaue mal, das nächste, was ich glaube, ich machen würde, weil was wir hier schon angesprochen haben, ist der Ring. Hier ist zum ersten haben wir hier einen Neuanfang, aber auch ein Ende. Also, der Ring steht natürlich für Beziehungen, für Partnerschaften und Verträge. Das heißt, das sind so diese Hauptkategorien. Weil wir ja jetzt hier ein halbes Jahr liegen haben, kann es natürlich sein, dass wir hier unterschiedliche Aspekte sehen. Nicht alles, was ich jetzt deute, muss nur auf eine spezielle Situation zu deuten sein. Sprich, wir sehen hier neue Verträge oder neue Partnerschaften und Beziehungen. Wir sehen aber auch im Hause der Partnerschaft und Beziehung, dass gewisse Partnerschaften, Verträge und Beziehungen beendet werden, weil hier irgendwas vielleicht nicht weitergeht. Wir sehen eine sehr starke Verbindung hier. Eine sehr einflussreiche Verbindung, die gegebenenfalls hier auch im Beruflichen dir sehr viel Einfluss bringt und Erfolg bringt. Aber es kann auch sein, dass hier eine sehr starke Verbindung ist mit starken Emotionen. Auch die Liebe ist hier dran. Also eine Liebesbeziehung sehe ich hier definitiv auch. Wir sehen eine positive Veränderung mit einer gewissen Frau, eventuell in der Liebe. Oder wir sehen eine positive Veränderung, was Komplikationen und Schwierigkeiten und Umwege in der Liebe verursacht hat. Was auch immer die Komplikationen hier waren, auch eine andere Frau könnte ja theoretisch eine Komplikation sein, hier kommt eine positive Veränderung in die Liebe. Dann sehen wir hier Optionen, Entscheidungen, Möglichkeiten, die hier so ein bisschen auch wieder einen Konflikt bereiten. Mit der Rute an dem Ring dran, auch hier. Vielleicht hast du einen Konflikt mit deiner eigenen Kraft und Stärke und deinem eigenen Einfluss. Es kann sein, dass du dir hier vielleicht nicht selber vertraust, so voll und ganz, dass du ein bisschen nervös bist, was dich angeht in einer führenden Position. Wir haben hier die Fische dran, also hier auch viel. Wir haben tatsächlich sehr viel Gefühl, Liebe und Emotionen hier. Also das ist was Schönes. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön, dass wir die schönsten Karten eigentlich für das Thema Liebesbeziehung hier dran haben. Ja, wir sehen ein bisschen Konflikte, vielleicht aufgrund einer anderen Person, einer Mutter, einer Schwester, einer Rivalin. Wir sehen hier Konflikte aufgrund von Umwegen, Verzögerung, Verspätung. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass sich hier etwas verändert zum Positiven. Hier kann jemand einen starken Einfluss haben. Ne? Aber wir sehen hier die positive Veränderung dran. Und auch hier Anerkennung, Wertschätzung im beruflichen oder eben auch sehr tiefe Gefühle. Hin und wieder kann das auf ein kleines Auf und Ab hindeuten, weil der Mond mal da ist, mal nicht. Wir sehen hier so ein bisschen der Mond, die Emotionen, dass wir da eine kleine Blockade auch haben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter zum Herzen. Warte mal, jetzt haben wir die Fische, genau, jetzt gehen wir zum Herzen weiter. Entscheidungen in der Liebe. Entweder mit einer anderen Frau kommt hier irgendwas in der Liebe in die Harmonie, in die Balance. Oder dass die Schwierigkeiten und Umwege, die es in der Liebe gab, hier wieder, dass da innerer Frieden reinkommt. Unklarheiten bezüglich eines Neuanfangs sehen wir hier. Ich gehe davon aus, das liegt daran, weil etwas getrennt wird, wurde oder wegfallen muss, darf. Auch hier wieder das Gefühl, dass irgendeine Partnerschaft oder Beziehung geendet hat und das vielleicht etwas ist, wo dann für dich hier der innere Frieden reinkommt und du dich davon fortbewegen kannst. Naja, und auch hier, ne, die Liebe, wir sehen hier eine Partnerschaft, eine Liebespartnerschaft mit tiefen Gefühlen, bewegt sich voran. Da sind Treffen, die stattfinden, Nachrichten, die reinkommen. Wenn wir das Herz einmal spiegeln, dann haben wir hier den Hund, das kann eine freundschaftliche Beziehung sein, die sehr positiv ist. Wir sehen hier aber Informationen, Wissen, Fakten. Hier scheint es irgendwelche Informationen zu geben in der Liebe, irgendwelche Fakten und Tatsachen, die, wo ich das Gefühl habe, Konflikte verursachen und ein bisschen Sorgen verursachen, die zu tun haben können mit einem Freund, mit Loyalität, Freundschaft oder mit dem Thema Unterstützung, unterstützt werden in der Liebe.
Und ich habe das Gefühl, hier deute ich den Mond tatsächlich eher auf ein bisschen Angst, Unsicherheit hin. Psychische Aspekte, die hier eine Rolle spielen, die so ein bisschen an dir nagen. Und das hatten wir hier vorhin schon mal, ne? Informationen, Wissen, Fakten, irgendwas, was so ein bisschen an einem nagt. Die Tatsachen quasi. Wir sehen im Hause der Liebe die andere Person. Also da ist eine ganz bestimmte Person. Diese Person liegt hier mit dem Kreuz. Es kann sein, dass da gewisse Belastungen sind, aber wir sehen auch Karma, Lernaufgaben und Schicksal hier dran. Es kann sein, dass das eine sehr reife Persönlichkeit ist. Jemand, der ehrlich ist. Oder jemand, der sehr harmonisch ist, grundsätzlich. Das Kürzen von Herausforderungen, das Kürzen von Blockaden sehen wir hier. Wir sehen unter der Person einen ganz großen Berg, also eine große Blockade in den Emotionen. Im allerbesten Fall wird das hier weggenommen durch die Sense. Aber man muss da irgendwie ein bisschen clever sein, wie man diese Blockaden langsam auflösen kann. Und eigentlich ist das Zeichen hier schnell. Aber gerade wenn ich so einen riesen Berg sehe, habe ich das Gefühl, der lässt sich nicht von heute auf morgen so komplett wegnehmen. Ich habe eher das Gefühl, hier muss man klug sein, es clever angehen, wie man diese Blockaden, die unter dieser Person liegen, die was zu tun haben mit den Emotionen, mit der Psyche, wie man die langsam wegnehmen kann. Ja, und hier sehen wir tatsächlich auch über dieser Person, dass hier überraschend Treffen reinkommen, ein Flirt, Nettigkeiten, Anerkennung, Wertschätzung. Also hier eine sehr, sehr schöne, hier eine tatsächlich sehr schöne Energie, die wir über dieser Person sehen. Gespiegelt haben wir die Person bereits. Sie ist auch gespiegelt hier, oder nicht gespiegelt, aber geröstelt hier haben wir einen Neuanfang, neue Emotionen und hier irgendwas, das öffentlich wird. Neue Emotionen werden angekündigt oder in der Öffentlichkeit angekündigt. Und worüber die Person nachdenkt, kann sein kreative Selbstständigkeit. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es bei der Person irgendeinen überraschenden Rückzug, ein überraschendes Ende gab. Auch der Turm ist im Hause des Sarges. Also irgendwas, worüber die Person noch nachdenkt, was recht überraschend kam, was aber auch sehr schicksalhaft tatsächlich war, wo es um ein Ende, einen Rückzug, eine Trennung geht. Das ist etwas, wo die Person noch nachdenkt. Vielleicht denkt die Person auch darüber nach, es wieder gut zu machen, hier Blumen zu geben nach einem Rückzug oder einer Trennung. Das könnte ebenfalls was sein. Wir shiften das Ganze mal und zwar gehen wir jetzt auf den Anker. Und der Anker ist die Karte für den Beruf. Nun sehen wir hier Lösungen im Bereich des Berufes. Auch der Schlüssel ist nebenan. Das heißt, wir sehen hier Sicherheiten und Lösungen für dein berufliches Leben. Hier nagt etwas an dir. Auch hier wieder Information, Wissen, Fakten. Irgendwas, was hier an dir nagt. Das kann aber auch ein Kurs sein. Irgendwas, was du dazu lernst, lernen möchtest. Vielleicht möchtest du Kurse geben. Irgendwas, was hier eine Rolle spielt. In Bezug auf Fakten, Wissen, was an dir nagt. Wir sehen hier auch grundsätzlich, habe ich das Gefühl, hier liegt schon auch deine Berufung. Du bist da auf dem richtigen Weg. Und hier ist Stabilität, Sicherheit und langsames Wachstum, was die Arbeit angeht. Auch hier können wir einmal so spiegeln, da sehen wir Kommunikation, die im Bereich der Arbeit eine Rolle spielt oder auch einen Arbeitsvertrag. Wir sehen die Stabilität hier. Aber ich habe das Gefühl, auch irgendwas nagt hier an der Stabilität. Das fühlt sich für mich so an, auch mit den finanziellen Aspekten, die wir gesehen haben, dass es so ein bisschen ein Ausgleichen ist, ein Balanceakt ist zwischen diesem langsamen Wachstum, irgendwas, was wirklich stabil und sicher wächst. Wir sehen hier deine Berufung, die vorangeht. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass es so ein bisschen an der Stabilität dann doch noch nagt. Es ist noch nicht so hundertprozentig. Und ich habe auch das Gefühl, du hast hier eine Lernaufgabe damit. Oder dass familiäre Belastungen hier im Bereich der Stabilität und der Arbeit eine Rolle spielen, tatsächlich. Ja, mehr kann ich da jetzt tatsächlich auch gerade gar nicht sehen, insofern, weil hier ja einige Karten fehlen. Ich schaue gerade mal, wir sind jetzt recht schnell tatsächlich durch das Deck gegangen, weil sich aber auch bereits einige Karten aufeinander beziehen, weil sie sehr dicht beieinander sind. Ich schaue noch mal, was es hier auf sich hat, wenn wir mal deinen Weg weitergehen. So, wir kommen hier für dich erstmal, hier sind Unklarheiten, Unsicherheiten, Unklarheiten zum Thema Finanzen und Sicherheiten.
Wir sehen hier, dass mit Sicherheit irgendwas im Beruflichen wächst, dass Stabilität und Sicherheit wächst, dass wir hier aber eher ein langsames Wachstum haben. Und dieses langsame Wachstum kann natürlich hier diesen Konflikt bedeuten, weil du vielleicht denkst, okay, es müsste jetzt viel, viel schneller gehen. Dieser Konflikt führt dann zu Information, Wissen, Fakten. Es kann sein, dass du da nochmal was dazulernst, auch das Thema Ausbildung, Kurs, Lernen spielt hier eine Rolle, worauf wir quasi diesen, oder Moment, Lernen oder Lehren könnte hier eine Rolle spielen. Aber es kann sein, dass du da ein paar Unsicherheiten hast und das ein bisschen an dir nagt. Ich schaue gerade nochmal weiter. Aber wir haben auch die Mäuse an der Sonne. Ich habe schon das Gefühl, dass das hier alles sich ein bisschen auflöst, diese Sorgen. Wir sehen hier grundsätzlich die Harmonie oder ja, Familie. Wir haben hier die Möglichkeit auf eine ältere Person, einen älteren Mann. Wir haben hier Harmonie und Reife liegen und den Neuanfang, neue Partnerschaften hier. Ich habe das Gefühl, jetzt vermischen sich die Energien gerade sehr mit dem Privatleben hier, wenn ich da jetzt weitergehe. Ich bin ja eigentlich dein, ja genau, ich bin deinen Weg weitergegangen. Wir sind direkt zu den finanziellen Aspekten gekommen. Und ich habe das Gefühl, jetzt vermischt es sich wirklich tatsächlich mit dem Privatleben mehr, wobei ich hier eher das Gefühl hatte, hier geht es um die finanziellen Aspekte. Okay, ich würde sagen, wir lassen es dabei. Und gehen jetzt mal in die Erweiterung mit dem Tarot. Das heißt, wenn du jetzt wissen möchtest, wie es in den einzelnen Monaten weitergeht, sprich, wie im Juli das Thema ist, was im Juli die Blockade ist, der Tipp und wie es weitergeht und das für jeden einzelnen Monat jetzt von Juli bis Dezember, dann folge mir gerne auf die Erweiterung nach Vimeo. Vimeo, der Link zu der Erweiterung, den findest du unter diesem Video. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video hier oder auf Vimeo.